Die Fishtown Penguins haben auf dem Transfermarkt, auf dem Spielermarkt zugeschlagen und Björn Bombis verpflichtet. Björn Bombis steht jetzt hier bei uns am Mikrofon. Björn, herzlich willkommen zurück im Bremerhaven. Du hattest ja schon eine schöne Zeit im Bremerhaven. Das war in der Saison, jetzt müssen wir mal zurückschauen, 2006, 2007. Nun bist du wieder zurück. Was hat den Ausschlag gegeben für den Wechsel an die Nordseeküste? Ganz viele Dinge. Ich habe damals viel Spaß hier gehabt. Es war ein sehr familiäres, freundschaftliches Verhältnis hier meine Zeit. Ich hatte ein tolles Jahr, wir waren erfolgreich, die Mannschaft war toll und eine gewisse Nähe zu meiner Heimat Hannover besteht auch. Und das ist einfach ja, der Verein, wo ich gerne spielen möchte. Du bist in den vergangenen Jahren weit rumgekommen, Krefeld, Schwenningen, Dresden, Hannover, Weißwasser. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Station vergessen. Man könnte ja jetzt ein bisschen das so deuten nach dem Motto, du bist irgendwo nie so richtig heimisch geworden. Ärgert das einen Spieler, dass er eigentlich immer wieder seine Sachen packen muss? Oder man wird doch, glaube ich, lieber mal 2, 3 Jahre an einem Ort bleiben? Nee, in meinem Fall ist es eben nicht so gewesen. Hat mich nicht geärgert. Ich hatte überall, ich hatte damals schwerwiegende Verletzungen, die zu den Wechseln dann geführt haben, wo man sich dann einfach auch nach unten orientieren muss, von Krefeld zum Beispiel runter nach Schwenningen. Wenn man in Schwenningen dann ein ganzes Jahr verletzt fehlt, muss man sich auch da wieder tendenziell nach unten orientieren. Es gibt für jeden Verein einen bestimmten Grund, warum ich da nicht geblieben bin. Bin aber im Endeffekt auch ein bisschen stolz drauf zu sagen, ich hätte fast überall bleiben können. Fast überall, sage ich jetzt, weil natürlich gab es auch mal einen Verein, der vielleicht sich von mir mehr erhofft hat. Aber tendenziell hat es mich irgendwie immer weitergezogen, weil ich vielleicht nicht richtig ja dieses Feeling der Verbindung so hatte, dass ich da länger bleiben möchte. Deswegen jetzt auch hier in Bremerhaven quasi auch. Eigentlich ist es mein zweites Jahr jetzt hier und ich will, wie gesagt, ich bin froh, dass ich unterschrieben habe. Es ist ja so, du wirst dich bestimmt mit Leuten aus dem Umfeld der Penguins unterhalten haben. Nicht nur mit dem Trainer möglicherweise oder mit Alfred Pei, sondern auch den Kontakt zu Spielern gesucht haben. Lohnt es sich zurückzukommen nach Bremerhaven? Wie ist die Stimmung? Ich könnte mir vorstellen, Marian Deda war so ein Ansprechpartner. Stimmt, genau. Das war auch der Spieler, den ich angerufen habe und den ich um Rat gebeten habe in dieser Situation hier, weil das ja keine einfache Unterschrift ist, weil da gibt es ja natürlich noch diesen markanten Punkt, Oberliga ja oder nein. Und mit dem muss man sich natürlich auseinandersetzen, wenn man hier unterschreibt. Und deswegen musste ich mit Marian einfach darüber reden. Der hat mir da eigentlich ein bisschen Mut gemacht, weil er einfach auch sagte, dass sehr viel daran gesetzt wird, dass wenn wir in die Oberliga gehen müssen, sollten, dass wir dann bestmögliche Karten haben, aufzusteigen. Ich glaube, es würde keinen anderen Oberliga-Verein geben, der für mich in Frage käme, außer Bremerhaven. Kannst du dir tatsächlich vorstellen, gegen Adendorf, Timmendorf oder gegen die Weserstars aus Bremen zu spielen? Nein, kann ich nicht. Es ist ganz schwer, weil das passt irgendwo nicht zusammen. Es wird auch Ergebnisse geben, die auch ein bisschen komisch aussehen werden. Ich will ja jetzt nichts prophezeien oder so, aber das ist einfach eine Liga, wo Bremerhaven auch mit den Grundpfeilern, die jetzt schon stehen an Spielern, welcher Oberliga-Verein hat so eine Spieler? Ich sage jetzt nur mal Deda Teljukin, also ne, da geht's ja schon mal los. Und das ist einfach, das passt nicht und deswegen muss das schnell korrigiert werden. Ich hoffe, dass wir eine super Saison haben werden. Und natürlich, bevor es dazu kommt, hoffe ich, dass wir zweite Liga die Genehmigung bekommen. Ich bin ja manchmal ein bisschen gemeiner Journalist. Als du mit den Hannover Indians hier warst zur Eröffnung der Eisarena in Bremerhaven, da habt ihr das erste Spiel gemacht hier gegen Bremerhaven, da haben wir das Spiel im Radio übertragen. Und es haben viele Fans aus Hannover mitgehört und ich habe gesagt, weil ich immer ein bisschen gemein bin, der Björn Bombis, das ist der wirklich filigranste Kringeldreher der deutschen Eishockeyszene. Meinte ich gar nicht negativ. Hab dafür aber sehr viele Proteste einstecken müssen. Was ich damit sagen wollte ist, den besseren Eiskunstläufer, beziehungsweise nicht Eiskunstläufer, Eisläufer als Björn Bombis haben wir, glaube ich, nicht im Kader. Ist das deine Stärke? Kann ich schwer beurteilen. Ich weiß, dass der André Teljukin ein hervorragender Schlittschuhläufer ist, aber sicherlich ist das Schlittschuhlaufen meine Stärke, wobei es natürlich nicht darum geht, dafür eine schöne B-Note zu kriegen. Es soll natürlich auch, das Schlittschuhlaufen ist natürlich dazu da, um Gegner zu überlaufen, Gegner abzulaufen, Strafzeiten zu vermeiden, dass man auch nicht dieses Hakenhalten so viel tun muss und dass man offensiv einfach ein erfrischendes Hockey nach vorne spielen kann. Und deswegen würde ich sagen, das ist meine Stärke. Du bist 29 Jahre alt, wirst in diesem Jahr noch 30.
Denkt man jetzt schon mal öfter darüber nach, Mensch, was passiert eigentlich, wenn meine Karriere vorbei ist? Wie orientiere ich mich da? Hast du Pläne? Das ist interessant. Das fängt wirklich mit dem Alter erst an. Also vor 5 Jahren habe ich da keine Minute dran gedacht, ja. Wenn mir das einer gesagt hat, dann habe ich mir mal gedacht, ja, wenn mir was passiert, ja, bin noch BG versichert oder dann kriege ich ja erstmal, dann kann ich ja noch gesund werden, dann kann ich ja noch eine Liga tiefer spielen. Jetzt ist es so, jetzt macht man sich Gedanken. Das stimmt. Aber nicht, weil diese Option Bremerhaven oder weil das die Karriere bergab geht oder so. Nee, gar nicht deswegen. Man macht sich einfach Gedanken, denke ich mal, wenn man älter wird. Das kommt, glaube ich, automatisch. Und das heißt bei dir, welche Gedanken sind das so im Kopf? Was passiert dann vielleicht, wenn du 34, 35 bist in 5, 6 Jahren? Ja, natürlich die Frage, was will man dann machen? Womit verdient man dann sein Geld und woran hat man Spaß? Aber die Frage war schon mit 18 schwer für mich zu beantworten. Die ist ja eigentlich jetzt immer noch schwer zu beantworten. Ich kann nur soweit sagen, dass ich jetzt ein Fernstudium mache, wo ich auch nach Ende der nächsten Saison den Abschluss haben werde als Sportmanager. Und dann schwebt mir so im Gedanken vor, dass ich so auf mehreren Grundpfeilern irgendwas aufbaue, wo ich was alles mit Sport zu tun hat. Ob das im sportlichen Bereich Management von einem Verein ist oder ja, ob man Personal Training anbietet, das muss ich mir alles noch genau überlegen. Aber ich habe hoffentlich noch ein paar Jahre Zeit, parallel zum Hockey mir genug Wissen anzueignen, dass ich dann bereit dafür bin. Ein Wort zum Trainer. Mike Stewart, Kanadier, der zuletzt in Österreich gespielt und auch als Trainer gearbeitet hat, ein Austro-Kanadier, so wie er genannt wird. Habt ihr schon Kontakt gehabt? Nein, wir haben noch keinen Kontakt gehabt. Hast du schon was von ihm gehört? Irgendetwas, wie er sein soll als Typ? Gibt es vielleicht Spieler, die dir irgendwann mal über den Weg gelaufen sind, die ihn kennen? Nee, kann ich auch nichts zu sagen, weil der Hockeymarkt in Österreich und Deutschland, gibt es jetzt nicht so viel Verschiebungen. Die Ausländer aus Österreich, ich kenne eher den anderen Weg. Ich habe mit in der DEL mit Leuten gespielt, die sind dann nach Österreich gegangen, aber nee, muss ich verneinen. Ich habe da nicht viel gehört, außer das Telefoninterview. Das habe ich, wo ich im Urlaub war in Amerika, habe ich die Homepage habe ich geöffnet und habe mir das drüben angehört. Aber sonst, ja, weiß ich auch nicht. Okay, die Fishtown Penguins haben einen neuen Stürmer verpflichtet, Björn Bombis. 2 Jahre oder ein Jahr? Wie sieht der Vertrag aus? Nichts Falsches sagen. Deswegen. Okay, er hat auf jeden Fall einen Vertrag unterschrieben. Das riecht so ein bisschen danach, dass es möglicherweise eine Option für das darauffolgende Jahr geben könnte. Aber noch eine Frage zur vergangenen Saison, die müssen wir noch mal stellen. Wie hat man denn außerhalb von Bremerhaven auf den Absturz der Fishtown Penguins reagiert? Wie hat man das wahrgenommen? Und vor allen Dingen auch, wie, wenn man sich mit Spielern unterhalten hat, wie haben die das begründet, dass es so bergab ging? Also die Tendenz, dass Bremerhaven wahrscheinlich, dass es eng wird für die, die war schon relativ früh zu erkennen. Also ich sag jetzt mal, das war schon 2 Monate bevor es dann dazu kam, war ich der Meinung, hat man das irgendwie gespürt. Also es haben viele in meinem Umfeld, in Weißwasser, haben viele behauptet, das wird ganz schwer für die werden. Natürlich ist es dann immer noch so, hey, wir reden über Bremerhaven. Ja, das ist einfach, das ist irgendwie wie nennt man das? Das ist ein Außenseiter-Tipp oder sowas, ja. Also das darf eigentlich nicht passieren. Nicht mit dem, wie Bremerhaven aufgestellt ist. Und als es dann doch passiert ist und als es dann wirklich gar nicht mehr bergauf ging, das war irgendwie insgesamt überraschend. Aber die Mannschaft hat, kann mich noch erinnern, bei dem Spiel, wo wir mit Weißwasser hier waren, es war ein sehr entscheidendes Spiel. Es ging um diese vakanten Plätze 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Da waren ja 5 Teams im Clinch, wie das ausgehen wird. Und da hat Bremerhaven irgendwie leer auf uns gewirkt. Und trotzdem sehr schade, dass das passiert ist. Also ich hätte es eher einem anderen gegönnt, wenn man das so sagen kann. Okay, dann hoffen wir, dass es diese Saison besser wird für die Fishtown Penguins. Es wird besser und wir drücken doch die Daumen, dass es in der zweiten Liga weitergeht. Danke dir, Björn. Ja, Sehr lange schön. Antworten, aber. Was? Er lässt